Heute am Tag der offenen Tür merkt man, diese Kaserne lebt. Sie lebt mit den Soldatinnen und Soldaten, die hier ihren Dienst geleistet haben, über das viele, viele Jahre lang. Und beim Tag der offenen Tür kommen natürlich viele Ehemalige, aber auch viele Kameraden, die jetzt und heute hier ihren Dienst leisten. Eine Kaserne besteht immer nur aus Gebäuden, aus Plätzen, aber das Leben bringen die Kameraden, die Soldatinnen und Soldaten. Und dass diese Kaserne lebt über so viele Jahre, hat man heute gespürt. Es wird hier Kameradschaft gelebt, man geht kameradschaftlich miteinander um und man hat sich sogar in einer Kameradschaft, in einem Förderkreis zusammengetan, um das alles auch noch irgendwie zu unterstützen. Und alle sind heute stolz, nicht nur, dass sie im Aufklärungsbataillon 6 Holstein ihren Dienst leisten dürfen. Viele waren heute stolz, dass sie hier in dieser Kaserne haben einmal Dienst leisten müssen oder dürfen. Und das hat man gemerkt. Den ganzen Tag über mit den Familienangehörigen, auch mit vielen Kindern, die hier rumwuselten. Und das macht diese Kaserne, das macht die Rettberg-Kaserne so schön. Ich wünsche Eutin mit dieser Kaserne weiterhin viel Glück, Erfolg. Und vor allen Dingen wünsche ich, dass alle Soldatinnen und Soldaten, die von diesem Standort aus in irgendwelche Einsätze geschickt werden, gesund und heil wieder zurückkehren.